Und heute am Ende dieser Predigtserie, da möchten wir euch noch einen Aspekt hineinlegen. Und der Aspekt ist, dass wenn Gott uns durch den Heiligen Geist befähigt, das manchmal anders ist als gedacht und über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Das ist auf jeden Fall jetzt die falsche Folie. Guck mal, da gibt es irgendwas mit Heiliger Geist 6, ob das im Dropbox oder in dem Ordner ist. Genau, also da guck mal, ob wir das finden. Genau, also alle anders als gedacht. Guck mich an, nicht das Ding da hinten. Es ist anders als gedacht, oder? Über unsere Vorstellungskraft. Ich dachte, das ist ein cooler Claim, oder? Anders als gedacht, über unsere Vorstellungskraft. Und es gibt einen coolen Film, da hat Jamaika eine Bobmannschaft. Vielleicht hat es reingespielt, als ich kam. Genau, und ich möchte, jetzt seht ihr schon, genau, ich möchte einsteigen in dieses Thema und euch eine großartige Persönlichkeit vorstellen. Das ist der Louis Braille. Jetzt gucke ich Französischlehrerin an, ob ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Habe extra getestet. Louis Braille. Der wurde am 4. Januar 1809 in der Nähe von Paris geboren. Und ihr seht es auf diesem Bild. Louis, der war blind. Und trotzdem verlor er, auch durch die Unterstützung der Eltern, nie den Lebensmut. Und er besuchte dann irgendwann die Dorfschule und lernte dort tatsächlich schreiben und rechnen. Und dann nahm er sich eins vor und hat sich gesagt, ich will aber auch lesen können. Ich will aber auch lesen können. Und ich kann mir gut vorstellen, als die Eltern das mitbekommen haben, wie sie gesagt haben, Mensch, Louis, das ist echt eine tolle Idee. Ach, das wäre echt schön, gell? Und ich weiß nicht, ob du vielleicht ähnliche Situationen schon in deinem Leben hattest, wo irgendetwas war, was unmöglich schien. Und Menschen gesagt haben, ja, das ist echt eine nette Idee. Das wäre schön. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die Eltern, die konnten sehen, aber sie konnten es sich nicht vorstellen. Und Louis, der konnte nicht sehen, aber er konnte sich vorstellen zu lesen. Das konnte er sich vorstellen. Und dann wechselte der Louis irgendwann die Schule, ging zur ersten Blindenschule und begann im Alter von 13 Jahren ein Schriftsystem für Blinde zu entwickeln. Das gab es damals noch nicht. Es gab mal so eine Nachtschrift, die die französische Militär verwendet hat, sodass man das Licht nicht anmachen muss im Krieg. Und die Feinde einen sehen, wo die Kerze anzünden muss, sodass die das, aber das war total kompliziert, hat keiner geblickt. Und so nahm er diese Nachtschrift und hat die vereinfacht, ganz stark vereinfacht. Und man braucht eben in seiner Blindenschrift nur 6 Punkte, wie bei so einem Würfel, kennen wir die Würfel, 6 Punkte, um alle Buchstaben des Alphabets abzubilden. Und hier seht ihr das. Und 1825, also mit so knapp 16, hat er seine erste Blindenschrift rausgebracht. Und seither kann man Schrift nicht nur mit den Augen lesen, sondern mit dem Finger. Und ich finde es erstaunlich, dass es trotzdem noch 25 Jahre, jetzt lernt er es auswendig, gell? Dass es noch 25 Jahre gedauert hat, bis sich das tatsächlich durchgesetzt hat und die das in den Blindenschulen in Frankreich gelernt haben. Und was er nicht mehr mitbekommen hat, weil er tatsächlich dann 52 starb, wie diese Schrift Stück für Stück internationaler wurde. 1879 in Deutschland, 1902, glaube ich, in Amerika. Und Menschen jetzt lesen können.
Und ich habe da mal geguckt, gell, 2,2 Milliarden Menschen brauchen irgendwie was, brauchen Hilfe. 2,2 Milliarden. Und ungefähr 43 Millionen Menschen sind blind. Und nicht nur Louis konnte dank seiner erfundenen Schrift jetzt lesen. Ganz viele Menschen können lesen. Und ich fand das so eine großartige Geschichte, mit der ich einsteigen wollte, weil für die Eltern war es anders als gedacht. Das ging über ihre Vorstellungskraft hinaus und vielleicht auch über unsere. Denn das habe ich mich gefragt, wie hätte ich denn reagiert, wenn ich der Papa vom Louis gewesen wäre und er mit diesem Wunsch zu mir gekommen wäre. Wie hättest du reagiert, wenn du Mama oder Papa von ihm gewesen wärst? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich dran geglaubt hätte. Vermutlich hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass das irgendwie möglich war. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier im Raum, auf den das zutrifft. Weil ich mich schon frage, kann denn so etwas Gigantisches durch so einen Jungen, der ja limitiert ist, kann da sowas raus entstehen? Und auch die Frage dahinter, gell, kann Gott diese Person tatsächlich befähigen und in Partnerschaft mit ihr so etwas Wertvolles schaffen, wie das Louis getan hat? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Und dass immer wieder unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht, ich glaube, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues heute und es war auch schon früher so, weil wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir da zahlreiche Geschichten von Menschen, die sich das nicht haben vorstellen können, die begrenzt waren dadurch und nicht erfassen konnte, was Gott Wunderbares tun wollte. Und ich möchte euch heute Morgen in eine kleine Reise mit hineinnehmen, ein paar wenige Geschichten angucken, wo das in der Bibel vorkommt. Und im Anschluss dann gucken wir gemeinsam drauf, hey, was können wir da für uns lernen? Du persönlich und wir für uns, damit wir nicht begrenzt sind durch unsere eigenen Vorstellungen. Genau, die erste Geschichte, die geschah vor circa 1000 Jahren vor Jesus. Und genau, vielleicht denkst du jetzt, Mensch, ich gucke nicht so oft in die Bibel rein. Jetzt habe ich ein Problem. Ganz entspannt, ich versuche das so zu erklären, dass du mitkommst, aber ich hoffe, es macht dir einfach eine Vorfreude oder macht dir Geschmack, dass du sagst, ich guck mal in dieses Buch rein. Da könnte ich tatsächlich was für mein Leben mitnehmen. Genau, also die erste Geschichte 1000 Jahre vor Jesus handelt von Eli und Samuel. Der Eli, der war ein alter Mann und er war ein Priester im Heiligtum des Herrn, damals in Israel. Und Samuel, der war ein Kind, dessen wunderschöne Geburt war, weil seine Mama, das auch unter kinderloser Hannah bekannt, die machte irgendwann, war die so verzweifelt, weil sie kinderlos war, dass sie einen Deal mit Gott macht und sagt, wenn du mir Gott ein Kind schenkst, diesen Jungen schenkst, diesen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir zurück. Und sie hat Samuel bekommen, von Gott erbeten, so heißt sein Name, und dann hat sie ihr Versprechen gehalten und ihn abgegeben bei Gott. Wo hat man damals die Kinder bei Gott abgegeben? Nein, im Heiligtum, beim Eli, beim Priester. Und jetzt war Samuel dort, um ihn zu dienen. Und das Ganze, und das heißt da auch so im Text, es spielt zu einer Zeit, wo Gott sehr selten sich seinem Volk mitteilte durch irgendwelche Worte oder Träume. Das war der Kontext. Und wie jeden Abend ging dieser alte Eli in sein Bett. Und was hat Samuel gemacht? Der hat sich auch schlafen gelegt im Heiligtum. Und an diesem einen speziellen Abend, da wacht Samuel plötzlich auf. Warum? Weil er zweimal seine Stimme hört. Samuel, Samuel. Und er wacht oder antwortet sofort, ja, ich komme, und läuft schnell los. Wohin? Na, natürlich zu Eli, weil er dachte, der ruft mich. Und bei Eli angekommen, sagt er, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Und Eli wundert sich, nee, ich habe dich nicht gerufen. Nee, Samuel, ich war es nicht.
geh wieder schlafen. Und das machte Samuel wieder. Doch dann hörte Samuel in der gleichen Nacht wieder zweimal seine Stimme. Und wieder sprang er auf. Und wohin lief er wieder? Zu Eli. Und er sagte, hier bin ich. Du hast mich doch gerufen. Und er sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Und lass mich bitte schlafen. Ich bin ein alter Mann. Und während Samuel zurückgegangen ist, da war er sich jetzt unsicher. Meint er typisch alt? Merkt er nicht mehr, was er nachts tut? Oder ist irgendwas mit mir los? Bin ich noch ganz bei Trost, bei Sinnen? Und da heißt es so schön in der Bibel, Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Er wusste nicht, was da passiert, weil Gott noch nie direkt zu ihm gesprochen hatte. Und dann finde ich es so spannend, weil das nochmal passiert. Dann passiert es zum dritten Mal. Wieder heißt es Samuel und Samuel lief zu Eli und sagte, hier bin ich. Aber jetzt weiß ich, dass du zu mir gesprochen hast. Ich war nämlich nur im leichten Schlaf, ich habe es gehört. Ich bin nicht doof. Und in diesem Moment erkennt Eli, nee, hier passiert was anderes. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Und was sagt er? Er sagt, geh wieder hin, leg dich wieder schlafen. Und wenn das nochmal passiert jetzt, dann sprich her, ich höre und ich will tun, was du sagst. Und mit diesem Hinweis ist Samuel wieder ins Bett gegangen und wo die Geschichte kennen, die wissen, das passierte zum vierten Mal. Und in diesem Moment, als Samuel diese Stimme wahrgenommen hat, antwortete er, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Und das war das allererste Mal in diesem Moment, wo Samuel Gott direkt zu ihm hat reden hören. Und als ich mir diese Geschichte so angeguckt habe, da dachte ich, warum hat es so lange gedauert, bis Eli erkannt hat, was hier eigentlich passiert? Dass Gott zu Samuel reden wollte. Und ich denke, das lag an der Vorstellung, die Eli hatte. Und es ist gut, das mal anzugucken, die Vorstellung. Nämlich, das war ja der Kontext. Gott spricht selten. Und wenn Gott spricht, dann spricht er doch zu mir. Ja, ich bin doch der Priester hier. Und ich meine, der hat noch nie zu dem Samuel gesprochen. Warum sollte er denn zu ihm reden? Das ist der Kontext. Das waren seine Vorstellungen. Das waren seine Grenzen, die das eingeschränkt hatten, was Gott tut. Und ich dachte, Mensch, der Eli, wie kann der so arrogant sein und solche Sachen denken, dass er denkt, Gott redet zu ihm. Und ich dachte, ich nehme diese drei Vorstellungen mal hinüber in meine Lebensbereiche und dachte, was sind denn so meine Gedanken als Vater in der Familie, wenn ich das so drüber lege? Spricht Gott nur zu mir? Spricht er selten? Kann er denn zu meinen Kindern reden? Ich habe das mal überlegt, wie ist denn das so als als Leiter vom Team hier, Verantwortung in der Gemeinde, wie habe ich da diese Vorstellung? Also das, was ich euch mitgeben will, ist, denkt mal drüber nach. Kann das sein, dass solche Vorstellungen auch bei euch mit drin hängen? Und auch Samuel natürlich, Eli war ja nicht der Einzige. Samuel musste auch in seinen Vorstellungen das erstmal loslassen, dass Gott nur zu Eli redet. Und ergreifen, dass es sein kann, dass Gott auch direkt zu ihm redet und dass es nicht aufs Alter ankommt oder irgendeine Funktion oder irgendwas, was wir mitbringen müssen. Es kam anders als gedacht in diesem Moment. Es ging über unsere Vorstellungskraft. Und ich finde es
krasse, wenn wir weiterlesen, wie Samuel, Gott immer wieder zu Samuel redete, wie alles, was Samuel verkündigte, eingetroffen ist, wie alle Menschen, heißt es, da erkannten, dass das der Prophet Gottes ist und wie er später zum Führer und zum Richter dieser Nation wurde, als Eli tot war. Und das bringt uns zur zweiten kleinen Geschichte, weil da geht es um denselben Samuel, der jetzt nicht mehr jung war, sondern alt. Und jetzt eine andere Begegnung hatte. Nämlich, irgendwann beauftragte Gott diesen alten Samuel jetzt und sagte, hey, füll mal dein Horn mit Öl, ich schicke dich jetzt wohin, zu dem Haus vom Isai, ich will einen neuen König salben. Und Gott hat sich schon einen von diesen Söhnen von Isai ausgesucht. Und dann ist es so, dass Gott ihm noch einen wichtigen Hinweis mitgibt. Das sagt er nämlich zu Samuel, ich werde dir genau zeigen, Samuel, welchen Sohn du zum König salben sollst. Das werde ich dir sowas von deutlich zeigen. Und Samuel hat sich aufgemacht und als Samuel das erste Mal Isai und seinen Söhnen begegnet ist, da heißt es, da fiel sein Auge auf diesen Erstgeborenen. Mensch, sah der gut aus, der sah fähig aus. Und Samuel hat sich gedacht, das ist bestimmt der, den Gott zum König auserwählt hat. Und dann sagst du nach dem Motto, Gott, du musst mir das nicht mehr zeigen, ich hab's entdeckt. Und Gott sagt, sei dir nicht so sicher, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe, lass dich von ihm nicht beeindrucken. Er ist es nicht, Samuel. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Und so schaute Samuel sich nicht den einen nur an, sondern alle sieben Söhne insgesamt, um dann festzustellen, keiner von denen ist der Auserwählte. Isai, gibt es denn noch jemand anderen? Und dann sagt Isai, ja, unser Jüngster ist draußen, noch auf dem Feld, hütet die Schafe und die Ziegen. Und dann sagt Samuel, so, jetzt bring den mal her. Jetzt schaue ich mir den mal an. Und als sie David da hatten, dann nahm er dieses Salböl, gießte dieses Salböl über seinen Kopf und salbte ihn zum König. Und auch hier lohnt sich das, finde ich, mal kurz anzuhalten und über die eingrenzenden Vorstellungen sich denen bewusst zu werden. Weil was war hier? Hey, hier hat Samuel den falschen Maßstab angesetzt. Hat sich vom Aussehen irgendwie blenden lassen. Und ich frage mich, im Moment habe ich mir überlegt, nach was gucke ich denn? Nach was schaue ich denn, wenn ich Menschen angucke? Was ist mir wichtig? Und auch die zweite Beobachtung, gell, oder Feststellung, da von vornherein gleich Personen auszuschließen. Ich meine, Isai war mit allen seinen Söhnen eingeladen und dachte, naja gut, der Kleine, irgendjemand muss ja aufpassen. Genau, irgendjemand hier, der Kleinste in der Familie, der das kennt. Sorry, ich bin der Große in unserer Familie. Ja, und auch hier kam es anders als gedacht, gell? Und dann auch, wie die Geschichte weitergeht. Ich meine, Samuel salbt diesen König oder David und dann kommt auch der Geist Gottes über Samuel und irgendwann wird er befähigt. Ich meine, das ist der Goliath besiegt. Es ist der nachher der Anführer wird und nachher der König. Es ist der uns ein Bild gibt hin auf Jesus, den König aller Könige. Und das, lass uns mal ins Neue Testament noch springen. Das bringt mich zu einer nächsten kleinen Geschichte von Jesus. Ich meine, schauen wir uns mal Jesus an. Wen hat denn Jesus ausgewählt als seine Jünger? Das ging auch über jegliche Vorstellungskraft. Ich meine, Leute haben das gesehen und dachten, Jesus, ehrlich? Hast du niemand Besseren gefunden als die? Nicht qualifiziert, wie es damals in der Vorstellung war. Die sind noch nicht schlau.
Lieben die die Tora? Nee, das war ein Fischer. Das war ein Verräter, der als Steuereintreiber gearbeitet hat. Das war ein Zelot, der andere Menschen umgebracht hat. Und so weiter. Die hat Jesus zu sich gerufen. Völlig anders als gedacht. Über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und jetzt finde ich das so spannend. Diese Jünger, und das ist ein wiederkehrendes Muster irgendwie, das ich so in diesen Geschichten entdeckt habe. Die gleichen Jünger, die Jesus ausgesucht hatten, die waren auch wiederum in ihrer eigenen Vorstellungskraft gefangen. Und ich möchte euch mitnehmen zur letzten Geschichte. Da haben wir vorher schon geshakert hier mit der Speisung der 5000. Die kennt ihr vielleicht, die Geschichte. Die wird ja ganz oft erzählt in jedem Evangelium. Und im Johannesevangelium gibt es ein wunderbares Detail, auf das ich noch geschwind am Ende eingehen möchte, bevor wir uns angucken, was wir da mitnehmen. Also Speisung der 5000. Und bei dieser Speisung der 5000, also Jesus war auf dem Feld, eine Menschenmenge war da, mindestens 5000 Männer, und ihr könnt euch vorstellen, wie groß das war, und es gab ein Problem. Das Problem war, alle haben Hunger und es gibt kein Essen. Riesiges Problem. Und Philippus, einer der Jünger von Jesus, der sagt dann, Jesus, das ist tatsächlich ein Problem. Wir können es nicht lösen. Selbst wenn wir 200 Tageslöhne hätten, also richtig viel Geld, das würde nicht ausreichen, um jedem auch nur ein bisschen Brot in die Hand zu legen. Die Jünger waren völlig überfordert. Und da finde ich so schön, steht nämlich auch ein Satz da, doch Jesus wusste genau, was er vorhatte. Und dann kam nicht nur Philippus, sondern kam Andreas her und sagte, Jesus, hier ist ein Junge. Und der Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon? Aber was ist das schon für so viele Menschen? Und jetzt finde ich so interessant, Jesus geht 0,0 auf irgendwie seine Beobachtung, seine Vorstellungskraft ein, sondern er sagt nur, so, und jetzt gibt den Befehl, dass die Leute sich lagern sollen. Die Leute sollen sich setzen. Und ich denke mir nur so, dieser Andreas, der so sagt, wie bitte? Jesus, hast du mich nicht verstanden? Das waren nicht 5 Tonnen Gerstenbrot. Das waren 5 und 2, also nichts. Und ich finde das so spannend, wie Jesus einfach sagt, genau. 5 Gerstenbrote und 2 Fische, das ist genau mein Plan. Das ist genau mein Plan. Ich habe schon, der Junge ist da wegen mir. Der bringt es wegen mir. Ich will hier meinen Plan erfüllen. Und genauso hat es Jesus gemacht. Er sättigte diese Menschenmenge und am Ende blieben noch 12 Körbe übrig. Und ich finde, auch hier lohnt es sich mal kurz anzuhalten und zu sagen, was sind manchmal in unseren Vorstellungen, wo wir eingrenzen, was der Heilige Geist tun kann in unserem Leben und wie Gott durch uns wirken kann. Und die erste ist, die Herausforderung ist zu groß. Vielleicht kennst du das auch. Du guckst irgendetwas an, bist in der Situation und sagst, pff, nee, nicht mit mir. Was wir haben, reicht nicht aus. Und was will der kleine Junge da? Heißt der vielleicht Louis? Nette Idee, Louis. Doch es kam anders als gedacht, über unsere Vorstellungskraft. Und es waren ein paar Geschichten, heute Morgen, ihr könnt die nachlesen. Ein paar Geschichten. Und die Frage ist, was können wir von ihnen lernen, damit wir nicht mehr begrenzt durch unsere eigenen Vorstellungen bleiben. Denn die Geschichten, die haben gezeigt, die haben doch was gezeigt, oder? Die Geschichten, die Vorstellungen sind ziemlich, die sind ziemlich hartnäckig. Die haben Macht, die haben Kraft in unserem Denken. Und Gott möchte unsere Grenzen hier erweitern. Und die ersten Grenzen, die wir in unserem Kopf erweitern müssen, sind Grenzen, die Gottes Wirken und seine Befähigung bei uns selbst eingrenzen. Es gibt Vorstellungen, die dich und die mich, die uns eingrenzen können.
Und das sind ja keine neuen. Ich meine, so Samuel hätte doch sagen können, bin ich nicht zu jung dafür? Das gleiche doch auch David und so weiter. Alle hätten doch sagen können, bin ich nicht zu jung dafür? Und wir haben so überlegt, wann hört denn das auf, dass wir sagen, bin ich nicht zu jung dafür? Ich meine, ich bin jetzt 45. Ist da nicht so, bin ich nicht zu jung dafür? Wann hört es auf, dieses Denken? Ich habe nicht das nötige Talent oder was es braucht. Auch sowas, oder? Nicht das nötige Talent. Ich? Und warum ich? Gott hat es noch nie durch mich gemacht. Warum soll er das jetzt machen? Hat es doch noch nie gemacht. Sieht Gott mich denn überhaupt? Ich meine, das hatten wir auch vorher. Gell? Sieht mich Gott überhaupt? Guckt er nicht irgendwie drüber und sieht den hinter mir? Oder den vor mir? Und bei dem jungen Samuel, dem David, den Jüngern und dem Jungen, da sind mir zwei wertvolle Einstellungen oder so Haltungen aufgefallen. Die erste ist die Bereitschaft, sich einzulassen. Finde ich einfach faszinierend. Die waren bereit und haben sich eingelassen. Und das zweite ist das Vertrauen in Gott. Ich finde es unglaublich, wenn ich sie anschaue. Ich meine, Samuel, ich meine, Eli sagt ihm was, wenn du ihn nochmal hörst, dann sagt das und okay, mach ich. Bin dabei. Und als Gott spricht, sagt er, hey, sprich nur, Herr, ich höre dir zu und ich mache das, was du sagst. So einfach. Ich meine, David, da steht ja nichts wirklich drin. David kommt vom Feld. Hey, schnell, komm hierher. Steht vor Samuel. Samuel sagt, du bist es. Echt? Was? Habe ich irgendwas getan? Und Samuel gießt da dieses Öl über David und er lässt es einfach über sich ergehen und lässt sich drauf ein mit dem Wissen, Gott ist gut und er wird es recht machen. Und auch die Jünger, ich meine, Jesus ruft seine Jünger, was machen die? Echt jetzt? Jesus ruft uns in die Nachfolge und sie denken da nicht viel drüber nach, sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Und auch der Junge. Ich finde es so klasse, dieses kindliche Vertrauen, zu merken, hier ist ein Problem. Aber ich hätte was zur Lösung beitragen könnte. Finde ich einfach total schön. Und alle die, gell, der junge Samuel, David, die Jünger, die wären ja bei Fusion eigentlich gerade, nicht hier im Gottesdienst, die wären ja Jünger. Und auch der Junge, das waren alles Kinder und Jugendliche. Und ich finde es so schön, was wir von ihnen lernen können. Was können wir von den Kindern und den Jugendlichen lernen, wie sie auch mit Gott interagieren und wie Gott sie befähigt und durch sie wirken möchte. Und hatten die eine klare Vorstellung, was dadurch passiert? Nee, hatten sie nicht. Es kam ganz anders als gedacht. Es ging alles über ihre Vorstellungskraft hinaus. Das zweite ist noch, wie wir aber durch unsere Vorstellungen auch Gott eingrenzen können, ist nicht nur bei uns selber einzugrenzen, in dem, wie Gott befähigt und wirkt, sondern durch unsere Vorstellungen können wir auch andere eingrenzen. Und so wie ich das vorher schon gesagt habe, Gott redet und befähigt mich. Und das ist ja auch meine Rolle und meine Aufgabe. So war es bisher und so wird es doch auch so weiterhin sein, oder? Und das sind so Begrenzungen, die wir haben, dass bisher war es doch so. Wieso sollte Gott anders? Und auch die Unsicherheit in uns. Haben die Leute tatsächlich alles, was es braucht, wenn wir so drauf gucken? Und auch hier haben die Geschichten, die haben uns gezeigt, dass was Gott wollte, dass nämlich Eli und der ältere Samuel und auch die Jünger, dass sie ihre Vorstellungen loslassen. Weil Eli durfte erkennen, dass es nach ihm weitergeht. Dass Gott nicht von ihm abhängig ist, sondern dass die nächste Generation Schlange steht. Und es sogar seine Aufgabe ist, diese nächste Generation vorzubereiten und mit hineinzunehmen und Raum zu schaffen für sie.
Der ältere Samuel musste lernen, loslassen, dass es nicht nach seinen Vorstellungen geht, sondern nach Gottes Vorstellung. Und dass er nicht nach menschlichen Dingen guckt, sondern nach seinem Herzen, nach dem Herzen. Und die Jünger, die durften erleben, dass Jesus was vollkommen anders macht. Nicht fürs Essen bezahlt, sondern was nimmt von so einem kleinen Jungen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen, nicht an Vorstellungen, die ihr habt, festzuhalten. Nach Vorstellungen oder an Vorstellungen festzuhalten, die das Wirken Gottes in eurem Leben und die Befähigung Gottes in eurem Leben eingrenzt und einengt. So, ich möchte euch einladen, dass ihr nicht an diesen Vorstellungen festhaltet, sondern dass ihr loslasst und an Gott festhaltet. Weil das haben alle getan. Die haben an Gott festgehalten und nicht an ihren Vorstellungen. Auch wenn das Gott anders macht, als wir denken. Und er wird es wahrscheinlich manchmal tun, anders als gedacht, über unsere Vorstellungskraft hinaus. Aber wenn Gott handelt durch uns, dann ist es unglaublich schön und es schafft eine unglaubliche Freude. Eine ganz wichtige Beobachtung, vielleicht noch die zum Schluss. Weil in jeder Geschichte, da war immer ein Älterer und immer ein Jüngerer. Es war Eli und Samuel, dann war es Samuel und David, dann waren es Jesus und seine Jünger, dann waren es die Jünger und der Junge. Und 2000 Jahre später war es ich, andere und ich. Und ich erinnere mich noch so gut, wie andere mir tatsächlich Dinge zugetraut haben, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Leute haben mir mit 13 Verantwortung für Menschen gegeben. Auf Freizeiten. Für so eine Gruppe von Kindern. Jetzt gucke ich 13-Jährige an und denke, das wäre unverantwortlich. Tatsächlich. Man wird älter. Vorstellungen, Grenzen. Und wo lassen wir Gott da unsere Vorstellungen auch wirklich auf die Seite legen? Und dann noch du und andere, weil wir dürfen diese Geschichte fortschreiben. Und ich finde es so toll, diese Partnerschaft zwischen alt und jung. Auch die Partnerschaft, wenn ich hier euch anschaue, wenn ich hier sehe, reif und jung. Und was können wir voneinander lernen? Weil wir können viel von den Kindern und Jugendlichen lernen. Und lasst uns Raum schaffen für sie. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott zu ihnen redet. Gell, wir machen ja gerade so 3 Abende zu, auf Gottes Stimme zu hören. Mensch, das machen wir abends. Zu einer Zeit, wo die Kids im Bett sind. Vielleicht sollten wir das machen zu einer Zeit, wo die Kids wach sind. Und mit den Kids, oder? Also neu denken, wo denken wir begrenzt, auch manchmal als Gemeinde, und dürfen wirklich den Kindern was zutrauen. Nicht nur hier in der Gemeinde, auch bei uns zu Hause, in der Familie, denen zutrauen, dass Gott sie wirklich befähigt, Großartiges zu tun. Genau, noch zurück zu Louis. Das Spannende bei Louis war, dass er nicht blind geboren wurde. Sondern Louis Braille hat mit 3 Jahren in der Werkstatt seines Vaters gespielt und hat sich mit dem Werkzeug am Auge verletzt. Und das Auge hat sich entzündet, die Entzündung ist rübergesprungen auf das andere Auge und als er 5 war, hat er sein komplettes Augenlicht verloren gehabt. Und ich finde es so spannend, wie Louis, der auf einmal nicht mehr sehen konnte, und gedacht hat, jetzt ist es mit dem Lesen für immer vorbei. Wie er sich nicht an die Vorstellung oder von den Vorstellungen anderer Menschen begrenzt hat. Und sich an denen festgehalten hat, sondern wie er sich an Gott festgehalten hat. Und sagen, das ist mehr möglich, als ich mir vorstellen kann. Mehr möglich als meine Begrenzungen scheinbar definieren. Und dann ist so spannend, gell, das war ja nicht nur die Blindenschrift, der hat auch Orgel gespielt in Paris in der Kirche. Hammer, oder? Was er alles gemacht hat, er sich nicht eingegrenzt hat durch die Vorstellungen. Und ich möchte dir das einfach nochmal zurufen. Halte nicht an deinen Vorstellungen fest, sondern an Gott.
Und ich weiß nicht, wer dich von denen hinter mir heute angesprochen hat, wer, mit wem du dich identifiziert hast heute Morgen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier. Vielleicht nach langer Zeit mal wieder in einem Gottesdienst. Vielleicht ist es schon ganz, ganz lange her, dass du mal im Gottesdienst warst. Und keine Ahnung, wie deine Vorstellungen über Gott sind. Was Gott tun kann und was er nicht tun kann. Wie er handelt und wie er nicht handelt. Aber vielleicht ist es heute Morgen an dich, die ein oder andere Vorstellung, die du hast von Gott, mal auf die Seite kurz zu legen. Du musst sie nicht wegwerfen. Leg sie doch mal auf eine Seite, auf die Seite. Und erlaube Gott, heute vielleicht etwas anderes zu tun, als du denkst, was über deine Vorstellungskraft hinausgeht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, bei diesen Vorstellungen, die mich begrenzen, da habe ich mich wieder gefunden. Und dann möchte ich dir wirklich sagen, lass sie los. Lass sie los. Und wo gibt es Vorstellungen, die du entdeckt hast, die andere eingrenzen? Die andere eingrenzen. Nimm dir doch mal kurz Zeit, darüber nachzudenken, und dann möchte ich einfach noch für euch beten, und wir laden einfach noch Gott ein, heute Morgen auch in uns was zu tun. Es ist ja nicht wir, die irgendwelche Vorstellungen einfach nur weg auf die Seite schieben oder loslassen. Wir brauchen da Gottes Hilfe, dass er Dinge auch weglegt und uns freisetzt von Festlegungen. Wir haben vorher auch so gesungen, wir möchten Raum für dich schaffen, Raum für deine Gedanken, für dein Reden. Und ich bete, Herr, dass du genau bei jedem Einzelnen jetzt ihm das einfach sagst, was er hören darf heute Morgen. Wo du eine Grenze aufheben möchtest, wo du eine Vorstellung weglegen möchtest, und ich bete, dass du wirklich unsere Vorstellungskraft erweiterst. Und dass wir nicht in unseren Möglichkeiten denken, sondern in deinen Möglichkeiten. Danke, dass es nicht auf uns ankommt. Das ist das Einzige, was wir tun können, unser Leben zu öffnen für dich. Für dein Handeln, für dein Reden, für die Befähigung deines Heiligen Geistes.